So, schönen guten Abend auch von meiner Seite im Saal und wie ich gehört habe, sehr zahlreichen Online-Zuschauern. Mein Thema, das ich präsentieren möchte, zu groß, er lautet Japonismen, Verflechtungen und Kunst und, in Kunst und Architektur. Und wie der Titel sagt, es ist ein sehr weitläufiges Thema, das man kaum in einem kurzen Vortrag zusammenfassen kann. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte für das Thema. Es ist nicht mein Fachgebiet. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dennoch was hoffentlich Interessantes dazu sagen und bin zu dem Schluss gekommen, es muss ein sehr persönlicher Zugang sein. Das heißt, ich möchte mich nicht zu wichtig nehmen dadurch als Person, aber es ist einfach der einzige Zugang, der mir sinnhaft erschien, mich dem Thema zu nähern. Und daher springe ich gleich am Anfang 100 Jahre aus den 1880er Jahren in die 1980er Jahre in meine Kindheit. Zu meiner ersten Begegnung mit Japan, die so aussah, das war die erste. Na? Das Privatfernsehen wurde 1984, glaube ich, eingeführt und eine der ersten Sendungen, die ich in meiner Kindheit im Fernsehen gesehen habe. Es gibt zahlreiche andere, wie sie hier eine amerikanisch-japanische Kultur gewandt haben. Ich werde hier zu den Sound gehören, aber das Privatfernsehen wurde 1984 und so weiter. Ich fand eine letzte zu den Zahlen. Diese hier vom damaligen deutschen Sportfernsehen bei Kishis Castle. Und so weiter. Und dann eine letzte zu den Zahlen. Diese hier vom damaligen deutschen Sportfernsehen bei Kishis Castle. Genau. Wenn man eine Gemeinsamkeit suchen wollte bei diesen drei sehr heterogenen Fernsehen zu weiter, vielleicht ist es dann über die alltägliche Realität hinauszugehen, ins Fantastische, ins Mythische, ins Rituelle. Wenn wir dann gerade wieder zurück zum damaligen deutschen Sportfernsehen in der Zeit haben, einen kurzen Stopp machen, wenn man eine Gemeinsamkeit damals wollte, dass es eine heterogene Sammlung und so weiter, wo man sich dann über die alltägliche Realität hinauszugehen hat, fantastisch, wie ich gelesen habe, sehr, sehr mythische, die Japan-Rezeption in Deutschland. Wenn wir dann wieder zurück, japanischen Einfluss vermittelt hat. Japan war sehr, sehr prominent vertreten mit diesem Gebäude hier, diesem Pavillon Hōden, der unter anderem eine Figur beeinflusst hat, die für meinen persönlichen Werdegang sowie für den vieler anderer Menschen sehr bedeutend war, Frank Lloyd Wright, wahrscheinlich auch ein Architekt, der den meisten bekannt ist, einer der Väter der Moderne und der Vater der amerikanischen Architektur, der durch den die amerikanische Architektur im Grunde eine japanische Architektur geworden ist. Der japanische Einfluss ist sehr, sehr stark in den Gebäuden Frank Lloyd Wrights. Man sieht hier oben einen Grundriss dieses Pavillons der Weltausstellung und unten eins der frühen bekannten Werke Frank Lloyd Wrights, das Willits House in Illinois.
wo man sieht, sie sehen zwar ein bisschen unterschiedlich aus, aber Grundprinzipien, die übereinstimmen. Zum Beispiel die Kreuzförmigkeit, das Ausgreifen des Gebäudes in die Landschaft. Der Akkustand ist niedrig, dann hat es mit dem Laden, glaube ich, nicht funktioniert. Das Ausgreifen des Gebäudes in die Landschaft, die Ehrlichkeit der Materialien, die Konstruktion und vor allem die Schönheit in den alltäglichen Dingen, die Wahrnehmung der Welt zu unterstützen mit der Hilfe der Architektur. Frank Lloyd Wright war ein begeisterter Sammler japanischer Kunst, hatte eine Sammlung mit über 6000 Farbholzschnitten, unter anderem dieser hier von Hiroshige, und hat sein eigenes Wohnumfeld mit japanischer Kunst dekoriert und war auch eine sehr einflussreiche Gestalt in der Vermittlung von Sammlertätigkeit in weiten Kreisen Amerikas. Darüber hinaus hat er sich auch theoretisch mit der japanischen Kunst beschäftigt, unter anderem mit diesem Buch The Japanese Print, an Interpretation bei Frank Lloyd Wright. Also er hat versucht, dem auf den Grund zu gehen, die Prinzipien der Schönheit in diesen Werken zu erforschen, zu erkunden, um daraus zu lernen, sie in einem ganz anderen Kulturkreis, im amerikanischen, umzusetzen und zu verwandeln. Also es ging ihm nicht um ein Abbilden davon, sondern welche Prinzipien davon können relevant sein für eine zeitgenössische, moderne, westliche Architektur. Und man sieht, wenn man Zeichnungen von Frank Lloyd Wright anschaut, wie diese hier, schon in der Darstellungsmethodik formal die Ähnlichkeiten, die Inspirationen aus den japanischen Schnitten. Und diese Zeichnungen haben wiederum einen starken Einfluss auf die deutsche Architekturszene ausgeübt. Es gab 1910 und 11 publiziert die in Architekturkreisen bekannte Wasmut-Mappe. Das war im Grunde auch die erste größere Publikation Frank Lloyd Wrights überhaupt, also nicht nur in Deutschland, sondern international. Und dieses Buch hat sich sehr verbreitet in der deutschen Architekturszene und war dadurch ein sehr wichtiger Beitrag zur Moderne, zur Architektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Frank Lloyd Wright hat nicht nur in Amerika gewirkt und in Deutschland seine Arbeiten publiziert, sondern auch in Japan sehr, sehr starke Spuren hinterlassen, unter anderem als Architekt des Imperial Hotels in Tokio. Der Auftrag war ursprünglich, ein Hotel nach westlichem Vorbild zu bauen. Und durch Frank Lloyd Wright ist es nun kein typisch westliches Hotel. Es gab einen Vorläuferbau, der wirklich wie ein Grand Hotel aussah, wie man es kennt. Dieses Hotel ist nun alles andere als ein typisch westliches, sondern seine sehr stark japanisch inspirierte architektonische Haltung, die auf diese Weise wieder nach Japan zurückgefunden hat. Im Team des Imperial Hotels, das ist ein Foto aus dem Jahr 1921, Frank Lloyd Wright ist relativ in der... Das war der Akku. Ja. Sorry, hat sich wahrscheinlich auf das Kabel gelöst. Das ist noch mal ein Faden. Vielen Dank. Genau, ein Teamfoto des Projektteams des Imperial Hotels, unter denen mehrere Architekten zu sehen sind, die eine Größe erlangt haben, die zu bedeutenden Architekten wurden. Kameki Tsuchiura zum Beispiel hier oder Arata Endo hier zu sehen, mit dem zusammen Frank Lloyd Wright noch zahlreiche weitere Bauten in Japan errichtet hat. Und Antoine Raymond, ein tschechischstämmiger Amerikaner, der zusammen mit Frank Lloyd Wright für dieses Projekt nach Japan gezogen ist und seiner Frau, und die dann über 40 Jahre lang in Japan geblieben sind, dort über 400 Entwürfe geschaffen haben und durch ihre Lehrtätigkeit Generationen japanischer Architekten geprägt.
und ganz wichtig waren für die Vermittlung zwischen Ost und West in der modernen Architektur in Japan. Dann wiederum ein zeitlicher Sprung in die 1960er Jahre, eine andere Bewegung aus Japan, der Metabolismus, der für die Kulturgeschichte der Architektur im 20. Jahrhundert sehr bedeutend war und auch für mich persönlich sehr wichtig ist. Und Rem Koolhaas hat gesagt, das sei die letzte große Bewegung gewesen in der Architektur, die nachhaltig Einfluss ausgeübt hat. Seitdem, seiner Meinung nach, gibt es keine starke, allumfassendere Bewegung mehr heutzutage, die dazu imstande wäre. Aus dem Metabolismus zuzurechnen sind sehr große visionäre Projekte, wie dieses hier zum Beispiel von Kenzo Tange, ein Projekt für die Tokyo Bay, oder von Kikutake, die Marine City, also die Idee, das Wasser zu besiedeln, den Ozean, den Weltraum, sozusagen aus dem üblichen Lebensraum des Menschen hinaus neue Sphären zu erschließen. Also sehr technoid, sehr futuristisch, aber auf der anderen Seite sehr an japanischen Traditionen festhaltend oder diese bewahrend und mit der neuen westlichen Technologie zu verbinden. Das war eine der Hauptbestrebungen des Metabolismus. Also hier sieht man zwei Arten von Kapseln. Auf der linken Seite eine traditionelle Kapsel und auf der rechten Seite eine Kapsel, die für die Weltausstellung, die Expo 1970 entworfen war. Und also dies einmal die Vermittlung von Tradition und Technologie. Und auf der anderen Seite war es ein zutiefst spirituelles Projekt, wo westliche Moderne und buddhistische Vorstellungen von Tod, von Wiedergeburt, von Reinkarnation und Verwandlung eine sehr zentrale Rolle gespielt haben. Und das ist auch mit dem Grund, warum ich so interessiert bin persönlich an dieser Bewegung. Es führt uns wieder in einem Sprung auf der Weltkugel nach Papua-Neuguinea. Das ist eine Kultur, mit der ich mich persönlich viel besser auskenne als mit der japanischen. Habe darüber promoviert und lang dort gelebt und die Kult- und Geisterhäuser dort erforscht. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal Fotografien gesehen von diesen Gebäuden, aber sie sind sehr selten und die meisten existieren heute nicht mehr. Aber die Idee, dass ein Gebäude keine menschliche Konstruktion allein ist, ein funktionales Konstrukt, sondern gleichzeitig mehr als das, mit der Umwelt in Beziehung steht, mit den Mythen, mit der Geschichte. Und in Neuguinea sieht man das auch schon beim ersten Blick auf diese Fotografien, wie diese Gebäude gleichzeitig Wesen sind, die beseelt zu sein scheinen und nicht nur menschliche Konstrukte, sondern auch nicht menschliche Inkarnationen. Das Gleiche führt sich in den Innenräumen dieser Gebäude fort, also die Gebäude wirklich als Versammlung einer mehr als menschlichen Gesellschaft, eine grandiose Kosmologie, die sich in der Architektur und in der Kunst ausdrückt. Und ich habe vor kurzem dieses Buch, das man rechts sieht, dazu veröffentlicht im Wasmut und Zollen Verlag. Das ist die Verlagsnachfolge des Wasmut Verlags, in dem Frank Lloyd Wright seine Publikation herausgebracht hat. Und diese Verbindung war für mich ein starkes Argument mitunter für die Verlagswahl. Dann neben Frank Lloyd Wright und dem Metabolismus möchte ich noch auf eine dritte Persönlichkeit, eine dritte Strömung Person eingehen, Lafcadio Hearn, an dem ich sehr interessiert bin, beziehungsweise Koizumi Yakumo. Man sieht zwei Fotos und es handelt sich um ein und dieselbe Person, die auch Verwandlungen, sozusagen Reinkarnationen und Verwandlungen durchgemacht hat. Lafcadio Hearn wurde auf einer griechischen Insel geboren, von einer griechischen Mutter und einem irischen Vater, ist dann nach Irland gezogen mit der Familie, da der Vater zurück wollte, wurde von der Mutter verlassen, vom Vater auch mehr oder weniger, hat in London gelebt und wurde dann von der Familie in die Vereinigten Staaten mit einem One-Way-Ticket geschickt, um aus England und aus Europa weg zu sein, da sie Angst hatten, dass er durch seinen Lebenswandel Schande über die Familie bringen würde. Ist dann in den USA zu einem gefeierten Journalisten und Schriftsteller geworden, in New Orleans mitunter, und ist wieder, hier sieht man
die Weltkarte seines Lebens und ist dann wiederum durch eine Ausstellung, wieder eine Weltausstellung, in diesem Fall die World's Industrial and Cotton Centennial Exposition in New Orleans mit Japan in Berührung gekommen und war so begeistert von der japanischen Kultur, dass er sich aufgemacht hat nach Japan, wo er zu einem japanischen Staatsbürger wurde, seinen Namen geändert hat und sehr tief in die japanische Kultur eingedrungen ist und eine sehr wichtige Vermittlergestalt war japanischer Literatur in der westlichen Welt. Und ich denke auch, das weiß ich nicht genau, aber dass Bücher wie dieses Kaidan über die Kaidan-Literatur auch in Japan sehr stark nachgewirkt haben. Das wiederum war für mich, jetzt werde ich noch persönlicher in dem Zugang, eine wichtige Quelle bei meiner Arbeit, die ich in Japan gemacht habe, an der Villa Kamogawa in Kyoto, die dann kürzlich auch in Buchform beim Verlag für moderne Kunst erschienen ist und im Sommer in einer Ausstellung in München in der Galerie Karin Sachs zu sehen war. Geistergrund, Spirit Grounds. Also dieses Geisterthema, obwohl ich es mir nie ausgesucht habe, bewusst auch nicht sonderlich geistergläubig bin persönlich, aber es hat sich durch Neuguinea und Japan immer weiter gesteigert. Was mich interessiert hat, vor allem an Kyoto, einer zeitgenössischen Stadt, in der das Nintendo-Hauptquartier liegt mitunter, ist diese mythische Geografie, die unter der Stadt und in der Stadt nach wie vor sehr, sehr stark weiter existiert. Hier sehen wir eine Karte von Kyoto aus dem 17. Jahrhundert. Sieht jetzt anders aus, ist natürlich gewachsen. Aber was mich interessiert hat, war die Idee, dass der Raum der menschlichen Siedlung sozusagen der diesseitige Raum ist. Der Kamogawa-Fluss, das Goethe-Institut liegt rechts von diesem Kamogawa-Fluss, die Grenze zum eher jenseitigen Raum darstellt und das Goethe-Institut schon ein bisschen in Jenseits gelegen ist. Und genau dieser Zwischenraum der Raum ist, wo Geisterorte und sich diese Begegnungen und Verbindungen sehr stark ereignen. Ich habe dann als erstes bin ich mit bestimmten Personen in Kontakt getreten, Kunihiko Tsutsumi zum Beispiel, Professor an der Kyoto Seika University, ein Geisterexperte, was für mich neu war, aus Deutschland kommend, dass es an Universitäten Geisterexperten gibt. Habe mich lang mit ihm unterhalten, auch mit Manami Yasui, Forscherin am Nichibunken, am Institut für Japan-Studien, deren Spezialgebiet die Geister von Frauen, die bei der Geburt ihres Kindes sterben, ist. Also das ist ihr Forschungsbereich. Und mich hat es sehr fasziniert, dass die Vorstellungen so komplex sind, dass man wirklich eine ganze Forscherkarriere auf so einem Aspekt aufbauen kann. Also nicht nur verschwommene Vorstellungen, sondern wirklich sehr, sehr ausgearbeitete mythologische Konstruktionen. Und dann ganz rechts, hier sieht man Keiji Ueshima, Religionsethnologe. Und auf diese Gespräche aufbauend habe ich mich dann aufgemacht mit dem Rad und zu Fuß an die verschiedenen Geisterorte der Stadt Kyoto. Hier sieht man eine Unterführung inmitten eines Gräberfeldes im Osten der Stadt, wo man sich vorstellen kann, schon wenn man das Bild sieht, anhand der Atmosphäre, dass es ein durchaus unheimlicher Ort ist, an dessen Wänden sich Markierungen befinden, die mitunter interpretiert werden als Zeichen. Dann Spielplätze neben Kriegsmonumenten oder dieser Teich inmitten von dem Wohngebiet gelegen. Ein Teich, der um die 20.000 Jahre alt ist, seit der letzten Eiszeit besteht und in dem es heißt, dass auf dem Grund dieses Teiches eine Riesenschlange existiert und auch das Tor zum Jenseits auf diesem Grund verborgen ist. Ich habe mich dann aufgemacht, in diesem Fall mit einer Unterwasserkamera in die Unterwasserwelt dieses Teiches und habe versucht, in diese Geisterorte möglichst tief einzudringen mit den Medien Film und Fotografie und fand es ästhetisch wunderschön, was sich in diesem Teich entwickelt hat dann an Flora und Fauna. Gibt wohl sehr seltene Arten, die nur in diesem Teich existieren. Und dann habe ich das Medium gewechselt zu Malerei als experimentellem Medium. Habe eben in Nichibunken gibt es Yokai-Rollen aus der Edo-Zeit mit Darstellungen von Geistern und Monstern
in ganz fantastischen Formen. Und was mich dabei aber interessiert hat, sind die Randregionen dieser Rollen, also nicht die figürlichen Darstellungen, sondern die Materialität des Grundes, auf dem, also der reale Grund, auf dem diese fantastische Welt sich abspielt. Hab die fotografiert, diese Randregionen, und auf weiße Leinentücher gedruckt, das Gewand der Geisterfrauen, und diese Tücher dann an diesen verschiedenen Geisterorten in Kyoto für die Dauer meines Aufenthaltes für 3 Monate ausgesetzt. Hier zum Beispiel in einem umgestürzten Baumstamm in Adachino. Und was mich dabei interessiert hat, war die Überlagerung der gedruckten Spuren, also der Archivspuren von vor Jahrhunderten, und den aktuellen, realen Spuren, die diese Orte und die Umwelt dieser Orte auf den Tüchern hinterlassen. Und auch das Spiel zwischen Fiktion und Realität und damals und heute, das auf diesen Tüchern zur Deckung zu bringen. Hier zum Beispiel sehen wir einen Bambushain, der gleichzeitig eine informelle Müllhalde zu sein scheint, hinter einem berühmten Schrein. Hier wiederum das Resultat dieses Aufnahmeprozesses. Hier liegt ein Tuch im Kamogawa-Fluss auf einer Schotterbank, die entstanden sein soll, weil vor vielen hundert Jahren ein Dieb in heißem Öl lebendig gekocht wurde, in einem Kessel, der dann den Fluss hinuntergetrieben ist und an dieser Stelle angelandet ist und daraufhin sich diese Schotterbank gebildet haben soll. Also der Zusammenhang immer von mythologischen Erzählungen und von der Beschaffenheit der Umwelt, der natürlichen Umwelt, der gebauten Umwelt. Hier liegen 3 Tücher in diesem Cassandra-Tunnel, von dem wir vorher das Foto gesehen haben. Hier eines in dem Teich, den ich auch gerade angesprochen hatte. Und hier eines, man sieht es kaum, in der vertikalen Ritze, ziemlich in der Bildmitte, in der Friedhofsmauer. Und dann hier wiederum das Resultat dieses Aufnahmeprozesses. Dann nochmal den Medienwechsel, wie ich es oft mache in meiner Arbeit, um möglichst tief und möglichst facettenreich in ein Thema oder in einen Ort einzudringen. Dann hier noch Literatur. Die Idee war da, geschuldet der Tatsache, dass ich leider überhaupt kein Japanisch spreche, was oft ein Problem war natürlich während meines Aufenthaltes dort. Und ich habe dann oft mit automatischen Übersetzungsprogrammen gearbeitet, Google Translate, Microsoft, Yandex, und gemerkt, dass unglaublich lustige Sachen dabei rauskommen, die sehr wenig mit dem Original zu tun haben, aber Sachen, die man sich nie ausdenken könnte. Und ich dachte mir, das ist eine sehr gute künstlerische Arbeitsmethode, und habe Texte gesucht zu diesen Geisterorten, wissenschaftliche Artikel zur Mikrobiologie in diesem Teich zum Beispiel, Facebook-Posts, Google-Rezensionen, also Hoch-, High- und Low-Kultur miteinander vermischt, die durch diese automatischen Übersetzungsprogramme gejagt, hatte dann hunderte Seiten von textlichem Müll im Grunde, in dem 10% ursprünglicher Sinn noch enthalten war. Und ich habe dann in einem sehr langwierigen Prozess daraus gedichtartige Texte entwickelt, die nicht zufällig entstanden sind, aber aus diesem Reservoir, diese automatischen Übersetzungen. Und die wurden dann wieder von einer sehr guten japanischen Übersetzerin, die wohl auch immer Angela Merkel gedolmetscht hat bei ihren Staatsbesuchen in Japan, dann sehr behutsam wieder ins Japanische zurückübersetzt. Und mit den japanischen Freundinnen und Freunden, die Texte gelesen haben, bisher, sie sagen, ja, es macht Sinn, und sie erkennen die Orte darin wieder, trotz dieses langen Verwandlungsprozesses. Vielleicht noch kurz zu diesem Buch. Es liegt vorne auf dem Tisch aus für die Gäste hier im Saal. Gerne zum Mitnehmen für die interessiert sind. Ich möchte dann zum Abschluss noch auf den Ort eingehen, an dem diese Arbeiten entstanden sind, das Goethe-Institut, der Villa Kamogawa in Kyoto. Man sieht es hier kaum, weil es hinter dem Baum der Kirschblüte verborgen ist. Aber im Grunde, wenn man es architektonisch anschaut, ist es kein japanisches Gebäude, es ist ein deutsches oder ein westliches Gebäude der 1980er Jahre. Und der Innenraum sieht aber so aus. Man könnte sagen, innen eher japanisch, außen eher deutsch. Und gerade diese Durchdringung der Kulturen und diese Verflechtungen sind zentral natürlich. Die Villa Kamogawa, würde ich sagen, ist eine deutsch-japanische Verflechtungsorganisation und hat in den 10 Jahren, seit denen dieses Residenzprogramm existiert, 130 Stipendiatinnen und Stipendiaten
Raum geboten. Hier sieht man ein paar Porträts von, glaube ich, den letzten 4 Jahren. Also es ist für deutsche Künstlerinnen und Künstler eine sehr wichtige Institution, eines der Flaggschiffe des Goethe-Instituts. Und da dieses Residenzprogramm dieses Jahr, leider wiederum im Corona-Jahr, 10 Jahre alt wird, wird es eine Jubiläumsausstellung geben, oder es gibt sie schon fast, wo ich die Freude habe, als Kurator diese Ausstellung zu betreuen. Sie heißt Verbindungsstücke Tsunago Monogatari, wo auch eben vor allem im japanischen Titel eigentlich die Verbindung zwischen Objekten und Geschichten wichtig ist, also die Verbindung des Materiellen, des Immateriellen, des Persönlichen und der persönlichen Erfahrung und des Einflusses, den diese Erfahrung auf das künstlerische Werk hat. Der Einladungstext zu dieser Ausstellung beschäftigt sich mit Künstlerresidenzen als Medium im Grunde und sagt, Künstlerresidenzen ermöglichen Erfahrungen jenseits des bekannten eigenen Umfelds. Dabei erweisen sich diese Erfahrungen als etwas, das man sich im wörtlichen Sinn erfahren bzw. erlaufen, erfliegen oder sonst wie erreisen muss. Sie erfordern, dass wir uns aufmachen und uns noch unbekannten Situationen und Einflüssen aussetzen und in der Auseinandersetzung mit dem anderen selbst andere werden. In dieser Hinsicht prägen sie unsere Biografien und dies nicht nur auf dem Papier, indem sie sich auf unser Wahrnehmen, Empfinden, Denken und Handeln auswirken. Diesen ganz besonderen Umstand einer Künstlerresidenz will die Ausstellung erlebbar machen. Also die Idee wirklich, dass Verflechtungen, Verbindungen und auch Freundschaften, wie der Titel dieser Feierlichkeit, möglich sind, indem man sich begegnet und indem man Erfahrungen sammelt in Situationen, die nicht auf das eigene Umfeld begrenzt sind. In der Ausstellung, nun, da die Personen im Moment ja leider kaum reisen können, die Post kann wenigstens noch Reisen ermöglichen von Objekten in diesem Fall. Das heißt, diese 130 Künstlerinnen und Künstler waren eingeladen, ein Verbindungsstück zu schicken. Und dabei war die Idee, dass sie kein Kunstwerk schicken, sondern was zwischen dem Alltagsleben, auch während dieser Residenz, und dem künstlerischen Werk changiert. Und es gab ganz unterschiedliche Beiträge. Schwarze Zahnpasta zum Beispiel war für einen Künstler ein Schockerlebnis, ein Kulturschock, dass er sich die Zähne geputzt hat und dann schwarz gespuckt hat. Für andere waren es Objekte, die wirklich Liebesbeziehungen gestiftet haben oder Tests für Kunstwerke, die daraufhin entstanden sind und in wenigen Fällen auch Kunstwerke selber. Diese Ausstellung befindet sich gerade, oder diese Objekte befinden sich in der Villa Kamogawa in Kyoto. Und es gibt ein Medium, eine Online-Plattform, in der man sich durchbewegen kann durch die Villa. Also man den Reiz des Café Müller zum Beispiel erkunden. Und diese Objekte diese Verbindungsstücke sind an verschiedenen Orten in der Villa platziert. Also einmal hier unten sehen wir einige in der Bibliothek. Und dann, das hier sind wirklich die Wohnungen, in denen wir gelebt haben. Das Wohnzimmer mit Kopierer und die einzelnen Apartments. Also die Idee, wirklich diese Stücke an den Orten des täglichen Lebens zu verorten. Da, wo sie im Grunde auch entstanden sind oder da, wo sie ihren Sinn bekommen haben. Die Küche, ein ganz wichtiger Begegnungsort. Eine Wasabi-Büchse als ein Verbindungsstück. Und dann noch schnell einen Blick in eins der Apartments, wo auch wiederum diese verschiedenen Verbindungsstücke platziert sind. Und dann als dritten Teil dieser Ausstellung wird es im nächsten Jahr im April in Berlin in der Platoon-Kunsthalle eine physische Ausstellung der Objekte geben, die im Grunde einen ethnologischen Blick oder einen autoethnologischen Blick auf sich selbst für die Künstlerinnen und Künstler und ein Eindringen in dieses Beziehungsgeflecht zwischen Deutschland und Japan, zwischen Alltag und Kunstproduktion gewährt. Die Ausstellung wird von verschiedenen Programmen begleitet. Eines davon wird ja japanisches Geschichten erzählen sein. Und in der Hoffnung, dass diese,
diese auch ein Jubiläumsfestakt und diese Ausstellung und die Publikation dazu weitere Beziehungen und Verflechtungen stiften wird, bleibt zum Schluss, mögen die deutsch-japanischen und auch viele andere Verflechtungen auch in Zukunft weiter bestehen und wachsen. Vielen Dank.